Das ist Flo, knapp 2 Jahre alt. Er hat das Down-Syndrom. Dass er in Leipzig lebt, ist sein Pech. Und das ist Mia, 15 Monate alt. Auch sie hat das Down-Syndrom, doch glücklicherweise lebt sie in Bonn. Aber der Reihe nach. Das Down-Syndrom ist ein Gendefekt. Flo wird sein Leben lang behindert sein. Also wäre ein Schwerbehindertenausweis für ihn kein Problem, dachte seine Mutter. Doch sie hatte sich getäuscht. Als ich das hier bekommen habe, da habe ich echt die Welt nicht mehr verstanden. Also das ist wie so ein Schlag ins Gesicht, wenn Sie so einen Brief in der Hand haben. Na, und das ist halt so schade, weil einfach, ich denke, dass man gerade den Eltern das Leben damit sehr erleichtern könnte. Flo bekam zwar den Ausweis, aber nur mit einem Grad der Behinderung von 50 und dem Merkzeichen H für hilflos. Es fehlt das B für die kostenlose Begleitperson in Bus und Bahn. Enorm wichtig für Kirstin Thiel. Denn sie ist fast täglich mit ihrem Sohn unterwegs. Zu Therapien und Ärzten. Mit einem Grad der Behinderung von 100 hätte sie zudem Anspruch auf höheres Wohngeld und eine Landesförderung von 77 Euro monatlich. Was die Bürokauffrau auch gut gebrauchen könnte. Eigentlich wäre ich jetzt nach 2 Jahren wieder arbeiten gegangen und habe mich jetzt halt entschieden, noch zu Hause zu bleiben, um ihm halt da maximal die Betreuung zukommen lassen zu können, was auch die Förderung angeht. Und da wäre es natürlich auch schön, wenn man dort finanziell irgendwo auch unterstützt würde. Also was natürlich so einen Schwerbehindertengrad von 100% mit sich bringen könnte. Ganz anders in Bonn. Auch Vanessa Klemeit hat für ihre Tochter Mia einen Schwerbehindertenausweis beantragt. Einige Wochen später kam der Brief. Und ich habe ihn aufgemacht und es waren 100 G, B und H und ich habe wirklich gedacht, Gott sei Dank, ich freue mich, Gott sei Dank, dass wir das so ohne Probleme gekriegt haben, ohne großen Stress, ohne Theater, ohne Diskussion. 2 Kinder mit derselben Diagnose, Down-Syndrom ohne weitere Beeinträchtigungen. Doch 2 völlig unterschiedliche Schwerbehindertenausweise. Wie kann das sein? Kirstin Thiel hakte bei der Stadt Leipzig nach, wie diese Entscheidung zustande kam. Daraufhin bekam sie eine Stellungnahme vom ärztlichen Dienst der Stadt für ihren Sohn. Der geht davon aus, Flo's Down-Syndrom könnte sich bessern. Das findet sie völlig absurd. Ich verstehe das nicht, dass da steht Verbesserung erwartet. Ja, weil es kann nicht sein, es ist ein Ding der Unmöglichkeit. Auch die Kinderärztin Dr. Astrid Bertsche von der Uniklinik Leipzig kann diese Begründung überhaupt nicht nachvollziehen. Wenn ich sage, ich erwarte eine Verbesserung, heißt das ja, dass ich erwarte, dass die Entwicklungsfortschritte durch Förderung so groß sind, dass der Abstand zu gesunden Kindern abnimmt. Und das ist eigentlich nicht zu erwarten aufgrund der genetischen Grunderkrankung. Auto ist toll, ne? Die Fachmedizinerin begutachtet Flo regelmäßig. Aus ihrer Sicht müsste er höher eingestuft werden. Die Stadt Leipzig äußert sich zum Fall von Flo nicht. Schriftlich antwortet das Sozialamt nur allgemein zur Einstufung von Kindern mit Down-Syndrom. Regulär erfolgt zunächst die Feststellung eines GdB von 50 sowie die Anerkennung des Merkzeichens H, hilflos. Ganz anders bei Mia in Bonn. Hier hat man offensichtlich eine ganz andere Auffassung vom Down-Syndrom. Die Begründung der Stadt für Mias Grad der Behinderung von 100? Menschen sind behindert, wenn ihre körperliche Funktion, geistige Fähigkeit oder seelische Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als 6 Monate von dem für das Lebensalter typischen Zustand abweichen. 2 so unterschiedliche Aussagen. Und dabei ist die Grundlage für die Schwerbehindertenausweise deutschlandweit dieselbe. Die Versorgungsmedizinverordnung vom Bundesministerium für Arbeit. Die ausführenden Kommunen legen diese aber offensichtlich völlig unterschiedlich aus. Hans-Jörg Kohlbeck vom Arbeitskreis Down-Syndrom meint, reiche Städte sind dabei großzügiger als arme. Er muss es wissen, denn als Leiter der Thüringer Kommunalaufsicht hat er einen guten Einblick. Wenn man mal ins Land guckt, die Kommunalfinanzen sind in Teilen nicht besonders gut. Insofern werden die natürlich alles tun, um Geld zu sparen, wo es geht. Und das wird natürlich immer da gespart, wo es am leichtesten geht, wo es die Leute am wenigsten wehren. Und das ist der Behindertenbereich? Das sieht so aus, als ob das. Also manchmal habe ich den Eindruck, dass es so ist, ja.
Den Eindruck bestätigt Andreas Klaus aus Chemnitz. Seine Pflegetochter Ashley kam mit Down-Syndrom und dazu noch einem gravierenden Herzfehler auf die Welt. Schon als Baby musste sie zum ersten Mal operiert werden. Trotz der Schwere des Falls wurde auch sie nur mit einem Grad der Behinderung von 60 eingestuft. Andreas Klaus ließ sich das nicht gefallen, fand es ungerechtfertigt. Ein Jahr lang kämpfte er. Als ich mich dann dort nicht abweisen lassen habe, ging das dann eigentlich relativ schnell. Wahrscheinlich wollten sie mich dann auch endlich auch aus dem Blickfeld haben. Und so hat Ashley auf einmal doch einen Grad der Behinderung von 100 und alles andere voll zuerkannt bekommen. Auch die Mutter von Flo wehrt sich. Sie reichte Klage ein. Denn sie hat es satt, dass ihr Sohn ungleich behandelt wird. Im deutschlandweiten Vergleich finde ich es halt irgendwo ungerechtfertigt, dass man sagt, es kommt drauf an, wo ich geboren bin. Bin ich halt hier geboren, dann bekomme ich 50% UH und muss immer wieder als Bittsteller auftreten. Und wenn das Kind woanders geboren ist, dann ist sofort gesagt, natürlich 100%, die Merkzeichen und fertig. Und damit können Sie das einfach ad acta legen und es ist was, was Sie nicht mehr beschäftigt. Die Stadt Leipzig hat dem kleinen Flo jetzt zumindest einen Grad der Behinderung von 70 zuerkannt. Auch das wichtige Merkmal B taucht nun im Ausweis auf. Und